Sie sind hier, 4. November 2018, 10:02 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, stimmungsvoller Abschied vom Wildpark, das Karlsruher Stadion wird abgerissen, Urheberrecht Imago, stimmungsvoller Abschied vom Wildpark, das Karlsruher Stadion wird abgerissen. Zuvor feiern die KSC-Fans noch eine rauschende Pyropartie. Stimmungvoller Ausstand für das Karlsruher Wildparkstadion. Nach dem 2:1 gegen die Würzburger Kickers haben sich die KSC-Fans von ihrer jahrzehntealten Heimspielstätte verabschiedet. Nach 63 Jahren, Wildparkstadion wird abgerissen. Im Anschluss an die Partie veranstalteten die Anhänger des Drittligisten im Stadion eine spektakuläre Pyroshow, twitter.com/karlsruher/status/1058750500617764864. Zu dem Event hatte der Verein Clublegenden vergangener Jahre geladen. Darunter Euroeddie, Edgar Schmidt oder Alexandre Iavili. Auf einer Ehrenrunde hielten sie ein Banner hoch mit der Aufschrift Danke, Wildparkstadion. Von 1955 bis 2018, twitter.com/karlsruher/status/1058759899120794888. Neues Stadion kommt. Das Stadion ist inzwischen 63 Jahre alt und soll nun nach und nach abgerissen werden. Am Montag beginnen die ersten Abrissarbeiten der Blöcke A1 bis A4 beginnen. Schon beim Heimspiel gegen 1860 München müssen die Dauerkarteninhaber auf eine andere Tribüne umziehen. In Zukunft wird der KSC seine Heimspiele aber ebenfalls im Wildpark bestreiten. Punkt. Der Bau eines neuen Stadions in unmittelbarer Nähe ist bereits beschlossen.